Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka und hier geht's weiter mit Disco Elysium. Sorry, liebe Leute, zwei Folgen sind ausgefallen. Die dritte kann ich jetzt zum Glück am Freitag nochmal aufnehmen. Das heißt, es sind eigentlich nur zwei ausgefallen. Ich probiere euch weitere Folgen in der nächsten Woche dazu zu geben, dass wir wieder auf den gleichen Stand kommen, auf jeden Fall. Und es ist sehr ärgerlich, denn ich habe hier schön weitergespielt eigentlich. Wie gesagt, ich habe ja aus Versehen meine Originaldaten gelöscht. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und wir hatten eine richtige Glückssträhne. Schön, ne? Na gut, wir haben beim letzten Mal mit unserem Kollegen hier gesprochen, den wir, wo wir so getan haben, als ob wir ihn nicht wiedererkennen. Mit Lena haben wir auch schon gesprochen. Ich spreche nochmal mit ihr hier, die andere Frau aus unserem Precinct. Die Frau mit dem Pferdegesicht heißt sie hier nur. Mit der haben wir noch nicht gesprochen und wir tun wieder so, als ob wir sie nicht kennen. Ja, sie sieht dich an. Was gibt es? Gehören Sie zu ihm? Du deutest auf den Mann mit Sonnenbrille. Natürlich gehöre ich zu ihm. Ihr eigener Tonfall scheint Sie zu überraschen. Warum fragen Sie? Er ist ein Arschloch. Sie sehen wie ein hübsches Pärchen aus. Ist er berühmt? Das interessiert uns natürlich beides, aber ich würde sagen, er ist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, sagt er. Eine kurze Pause. Weißt du was? Vielleicht sind wir beide Arschlöcher. Bitte. Sie sieht erst dich an, dann ihn und dann wieder dich. Versuchen wir zu verhindern, dass das wieder in einen Schlagabtausch ausartet, okay? Was ich noch sagen wollte, Sie tragen eine blaue Uniform und meine ist schwarz. Was bedeutet das? Sie wirkt einen Moment lang verwirrt. Wissen Sie, ich bin Patrol Officer. Warum sieht sie dich eigentlich so förmlich, während er dich andauernd duzt? Fragt sich unser Reaktionsvermögen. Und unser Körperapparat sagt, sie ist eine Frau. So reden Frauen mit Männern mit Respekt. Ja, genau. Sie sieht mich so höflich im Gegensatz zu ihm. Warum? Naja, sie fühlt sich gerade extrem unwohl. Ich schätze, ich... Schluss mit der Scheiße. Die Worte sind an dich gerichtet. Je länger du hier rumstehst und laberst, desto schwerer wird es, den Fall zu lösen. Okay, wenn er das sagt, dann sagen wir mal Tschüss. Und wir schauen mal, wo wir als nächstes hingehen. Ich glaube, jetzt bin ich natürlich noch ein bisschen verwirrter als sonst sowieso schon, denn ich habe das jetzt tatsächlich gerade erst gespielt, sozusagen, letzten Sonntag. Aber gut. Gard. Mit Gard haben wir noch nicht wieder gesprochen. Und wir haben ja einen Vogel. Genau, wir haben das Kragenhuhn. Gard, ich habe einen neuen Vogel für das Welling. Oder warte mal ganz kurz. Wir schauen uns das noch einmal an. Hier ist er. Der leblose Körper eines Kragenhuhns. 13 Real kriegen wir allerdings dafür, wenn wir das verkloppen. Ich weiß nicht, ob wir ihm das geben wollen. Er sieht leicht mürrisch aus. Oder das Huhn. Sind wir so nett? Ja, komm. Gard, ich habe einen neuen Vogel fürs Whirling gefunden. Du gibst ihm das Kragenhuhn. Was soll das denn sein? Fragt er und nimmt den ausgestopften Vogel. Ist keine große Sache. Ich dachte nur, es würde an der Wand hübsch aussehen. Die Art von Bulle bin ich halt. Ja, jetzt passt's schon wieder. Was? Einer fürs Interieur? Er mustert etwas argwöhnisch den Vogel und wird etwas lockerer. Wissen Sie, es tut mir leid. Eigentlich ist das ein hübscher Vogel, ein fachmännisches Tierpräparat. Okay, Geheimauftrag. Abgeschlossen, bringe den ausgestopften Vogel zu Gard plus 10 Erfahrungen. Ich kann ihn an der Tafel festmachen und schon hat dieses Etablissement einen neuen Vogel, schätze ich. Er zögert. Also ich weiß nicht. Danke? Ja, ich sollte mich wohl bei Ihnen bedanken. Steht er jetzt hier eigentlich irgendwo? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen an der Tafel. Weiß nicht, ob er ihn schon angebracht hat. Nee, er steht noch da, ne? Unsere Ausdauer sagt, hierbei ging es hauptsächlich ums beschissene Ausdauertraining, eine heftige Trainingseinheit. Wenn du so weitermachst, lebst du, bis du 90 bist oder du bekommst einen Herzinfarkt von der ganzen Lauferei. Ja, wegen der Rechnung wollen wir nicht mit ihm sprechen. Ich glaube, wir bleiben da hinten im Fischerdorf. Wir könnten jetzt oben nochmal schauen. Ah, wartet mal. Ich gehe da oben nochmal hin. Denn wisst ihr eigentlich, ich meine, das darf ich jetzt gar nicht erzählen, ne? Ich habe nämlich mir das Lachen abtrainiert beim letzten Mal. Ich habe es geschafft, eine fast unmögliche Probe haben wir geschafft. Und ich glaube, das wird jetzt nicht nochmal was. Aber möglich ist alles. Ich gucke nochmal in den Spiegel. Ich glaube, da habe ich das gemacht. Bin mir nicht mehr sicher.
Ein Spiegel hängt an der Badezimmerwand. Darin siehst du dein Spiegelbild mitsamt dem Blick. So, die Enzyklopädie funktioniert nicht. Elektrochemie, genau. Du versuchst den Blick abzulegen. Unmöglich mit 18. Und Mechanik herausfordernd. Du benutzt deinen Bolzenschneider, um den Wasserhahn zu reparieren. Das können wir auf jeden Fall zuerst mal machen. Wir wenden uns erstmal ab, holen unseren Bolzenschneider aus der Tasche. Da ist er. Und können das jetzt mit 72%, Moment, ich glaube, wir haben noch irgendwas, einen Handschuh oder sowas. Oder ist das schon, das gibt schon Mechanik plus 2 hier. Was haben wir momentan? Mechanik plus 2 insgesamt. Wahrscheinlich ist das schon alles, was wir rauskriegen. Aber ich gucke nochmal. Das ist wirklich, da müsste es echt eine Suchfunktion geben, nach wie vor. Mechanik plus 1 sind aber auch Handschuhe. Geht also nicht. Nee, das war's. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass unsere Glückssträhne, die ich hatte, als ich aufgenommen habe, aber gelöscht habe, dass die dabei bleibt. 72%. Wir bitten drum. Jawohl. Okay, der Wasserhahn ist in keinem guten Zustand, aber es könnte dir gelingen, die Einzelteile zurechtzubiegen. Du gehst geschickt mit dem Bolzenschneider um und übst den nötigen Druck aus. Der Wasserhahn ist wieder als solcher erkennbar. Der Wasserdampf verschwindet. Und wir kriegen eine Moral zurück. Ich habe dir doch gesagt, dass du den Bolzenschneider brauchst. Alles ist miteinander verbunden. Alles hat seinen Zweck. Der Beschlag auf dem Spiegel lässt allmählich nach, ohne dass du ihn abwischen musst. Und jetzt ist es, glaube ich, genau, haben wir hier eine plus 2 bei dem Versuch, den Blick abzulegen. Und jetzt schauen wir mal, weil ich glaube, unsere Hose hatte, wir haben ja die vorn Trainingshose von Kuno gerade an, aber wir haben hier irgendwo eine Hose. Da, plus 1 Elektrochemie. Ich gehe nochmal durch. Es ist leider so. So, hier Handschuhe plus 1. Dann haben wir die Hose plus 1. Und ich glaube, wir haben noch eine andere Hose, aber die bringt auch nur plus 1. Beherrschung, Körperapparat. Hier genau, die Jeans hat auch eine plus 1. Ansonsten war es das, glaube ich. Körperapparat. Und diese ganzen Errors. Ich könnte mal versuchen, diese Hosen mal zu verkloppen. Ich weiß nicht, ob das dann ein Riesenproblem gibt. Aber wir sollten es mal versuchen. So, jetzt haben wir 28%. Tja. Das hatte ich beim letzten Mal geschafft. Na gut, wir versuchen es einfach. Wir können sie ja nochmal wiederholen. Ja, verdammt. Es ist zu spät. Wie bei einem Bild auf einem Zelluloidstreifen ist der Blick Teil deiner motorischen Rinde. Es wäre schon ein ziemliches neurologisches Wunder nötig, damit du aufhörst, diesen Blick aufzusetzen. Das ist so schade. Verdammt nochmal. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ich glaube, hier können wir sonst nichts weiter machen. Ins Bett legen wollen wir uns nicht. Mit dem Ventilator hier ist, glaube ich, auch nichts mehr anzustellen. Wir können ihn anmachen, aber das wollen wir auch nicht. Und hier beim Fenster gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Nein. Okay, dann klopfe ich jetzt nicht nochmal bei Klaas hier an die Tür. Das funktioniert nämlich nicht. Und wir gehen weiter, beziehungsweise raus. Also wir müssen immer noch ihn hier von unserer Autorität überzeugen, aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Lena haben wir schon gesprochen. Tja. Und jetzt weiß ich selber schon nicht mehr ganz genau, was ich eigentlich gemacht habe beim letzten Mal. Ich wollte auf jeden Fall Richtung Efrat gehen. Das war der eigentliche Plan. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Ich kann mal den Bolzenschneider wieder weglegen. Und vielleicht schon mal die Taschenlampe wieder in die Hand nehmen. So. Ja, und Speedschnupfen ist natürlich auch nochmal die Aufgabe für heute Abend, bevor wir um 21 Uhr zum Zigaretten zum Raucher gehen müssen. Genau, bei dem ist hier nichts mehr. Im Fritt brauchen wir jetzt auch nicht mehr rein. Oder, ach doch, ich wollte Zigaretten irgendwo haben, ne? Habe ich noch Zigaretten? Ja. Das hätten wir natürlich auch noch machen können beim Körperapparat irgendwo. Wir hätten dann einfach Alkohol. Ja, plus 2. Nee, das ist Konstitution. Ja doch, plus 2 hätten wir da nochmal gekriegt. Verdammt. Wir hätten einfach einen trinken können. Na gut. Also, sprechen wir nochmal ganz kurz mit ihm. Nein, brauchen wir nicht.
Aber mit ihm können wir nochmal sprechen und dann latschen wir zu Efrat. Beziehungsweise, nee, wir gehen natürlich vorher, und das ist auch eine Sache, die jetzt klappen sollte hoffentlich. Wir können endlich, jetzt wo wir alleine sind, die Rassentheorie uns reinzwirbeln, und zwar mit Konzeptbildung. Jetzt ist die Frage, da habe ich mir wahrscheinlich einen Punkt gegeben. Ich werde mal schauen. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo wir das tun sollten. Moment, Konzeptbildung plus 1. Ja, wir machen das einfach. Und dann können wir noch eine Zigarette rauchen vielleicht. Jetzt ist das auf 2 Konzeptbildung. Jetzt können wir das machen, aber mit, naja, 58% ist gar nicht so schlecht. Und ich meine, wenn wir jetzt noch eine Zigarette rauchen würden, lass mich ganz kurz. Also erstmal Konzeptbildung haben wir, glaube ich, irgendwo hier gab es das nochmal. Und das weiße Satinhemd, genau. Mit den ganzen schicken Sachen kriegen wir Konzeptbildung. Und mit der Enzyklopädie könnten wir auch eigentlich nochmal zum Spiegel gehen, aber gut. Die saramiranische, wie heißt sie? Die saramerizianische Loungejacke, gerade die für die Rassentheorie. Aber gut. Und haben wir noch was für Konzeptbildung? Hier war ich schon. Da. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich nicht. Und dann können wir noch eine quarzen. Unter Werkzeugen, glaube ich. Plus 1 Intellekt, jawohl. Dann nehmen wir die mal in die andere Hand. Und rauchen da eine. Wenigstens das ist verbessert. Beim letzten Mal habe ich die ganze Zeit gedacht, ich klicke hier drauf, es passiert nichts mehr. Aber ich kann hier unten drunter, musste ich klicken. Das ist irgendwie, ist der Button falsch gesetzt. Und hat nur einen sehr kleinen Bereich. Also, ziehen wir uns noch eine Zigarette rein. Damit erhöhen wir unseren Intellekt und verlieren eine Lebenskraft, glaube ich. Eine Gesundheit. Und jetzt sollten wir doch eine richtig gute 92% Chance haben. Und da brauchen wir doch nicht mal Glück, oder? Alles klar. Frag zuerst, was für Rassen es gibt. Ohne eine anständige Klassifikation geht hier nichts. Alles klar, Schädelmesser. Dies ist eine neue Welt für mich. Helfen Sie mir, Ihre rassische Zusammensetzung zu verstehen. Ich muss wissen, welche verschiedenen Rassen es gibt. Es gibt 3 Rassenkategorien. Typ A umfasst die heroischen Rassen und Typ B die unterwürfigen Rassen. Dann gibt es noch den abscheulichen, päderastischen Schmelztiegel der Rassen C bis F. Zu welcher Kategorie benötigen Sie Informationen? Das ist so widerlich. Der Typ ist so widerlich. Aber gut, wir legen mal los. So, ich würde sagen, wir fangen mit Typ A einfach an, mit den Guten. Das sind die Semenesen, die Areopagiten und die Occidentalen. Natürlich mit Ausnahme der Mauns. Die Mauns haben so heftige Ekzeme, dass sie kaum lächeln können. Sie sind alle laktoseintolerant, was eine häufige Folge von Inzucht ist. Die schwindende genetische Vielfalt hat dazu geführt, dass die Mauns in Maunstädten wie Stadtskanal und Vredefort verwerfliche Straßenumzüge abhalten, bei denen sie Holzschuhe tragen und ihre Hüte mit kleinen grünen Quasten schmücken. Moment, wer genau sind die Mauns? Man erkennt sie an den Namen ihrer Staaten. Es sind die Oranjesen, die Gottwalder und die Königssteiner. Mein Volk nennt sie einfach Mauns. Die Mauns sind der lebende Beweis dafür, dass die okzidentale Rassenreinheit von Völkern zu groß und ihre Kultur zu sehr auf Quasten fixiert sein kann. Die Inzucht hat eine laktoseintolerante Unterrasse hervorgebracht, die niemand ernst nehmen kann. Farbenfrohe Quasten sind, seien wir ehrlich, keine gute Kleiderwahl für dieses Jahrhundert. Auch um Holzschuhe solltest du lieber einen Bogen machen. Die werden wir mal suchen müssen, die Holzschuhe. Aber gut, okay, verstehe. Welche Völker gehören denn dann in Ihren Augen zum Typ A? Die Vespertiner und Messinier aus Vesper und Messina, die antiken Meteora aus Meteo am goldenen Pisantik, die Suresner aus der Syrlaklef und sogar die Nordkönigsteiner. Sie alle verfügen über Eigenschaften der A-Rasse. Die Menschen der anderen großen mondialischen Zivilisationen, die Mesken, haben zu gelbe und fettige Haut, um als heroische Rasse gelten zu können.
Sicher, sie sind brutal und expansionistisch, aber sie haben ein Drüsenproblem. Er fährt sich mit einem Finger übers Gesicht. Sie produzieren zu viel Talg. Der Talg sickert ihnen ins Gehirn und bringt sie dazu, El Mariachi-Musik zu hören und giftige Nahrung auf Hackfleischbasis in sich hineinzustopfen, was wiederum die Talgproduktion anregt. Und wo stehen in diesem System die Semenesen und Areopagiten? Wie die Mauns und die Mesken beweisen, ist der okzidentale Typ A im Absteigen begriffen. Die Semenesen und Areopagiten hingegen befinden sich im Aufwind. Gut, und die Semenesen sind das angestammte Volk dieser Scholle, des insulindischen Archipels. Die Semenesen leben auf den südlichen Inseln. Er zeigt in Richtung Süden über den Ozean. Ich bin Semenese. Ich stamme von Menschen aus Ulun-Buir auf der Ile de Phantom ab. Und die Areopagiten? Die Areopagiten sind die Herrenrasse der ilmaranischen Wüsten. Die Semenesen sind Abkömmlinge der Areopagiten. Wir gelangten im Zuge einer heroischen Wanderbewegung von Ilmaran nach Insulinde, viele tausend Jahre bevor die laktoseintoleranten, vermaunten Okzidentalen diesen Ort entdeckten. Der Typ hat so eine Macke. So, was ist der Unterschied zwischen den Semenesen und den Areopagiten? Du lauscht weiter seinen Weisheiten. Die Areopagiten sind dünn und langköpfig. Die Semenesen sind kräftig und muskulös. Erstere sind unwandelbare Stammväter, die sich seit dem Zeitalter der Super Isola von Perikanassis nicht verändert haben. In ihren schlanken Schädeln ruhen uralte Gehirne. Er verstummt, sinnt über die Schönheit und das Geheimnisvolle nach. Dann fährt er fort. Letzterer Menschenschlag ist vollendet und anpassungsfähig. Gemeinsam bilden diese zwei Völker die Semineo-Areopagitischen oder Semiopagitische Superrasse. Das ist alles. Es gibt keine anderen Typ-A-Rassen auf der Welt. Gut, dann zu Typ B bitte mal. Unter Typ B werden die unheroischen Rassen zusammengefasst, amorphe Völkerschaften, die keine Konkurrenz für die große Rasse darstellen. Die Koikos und die Wacholiers, sie sind schlammfarbene Menschen. Die Koikos aus Grad, sagt unser visuelles Kalkül, Jugo, Ziemsk, Chest und so weiter, sind das, was du in einer Täterbeschreibung als weiß bezeichnen würdest, Officer. Okay. Sie haben Koikos gesagt. Mir wurde beigebracht, sie in offiziellen Beschreibungen als Weiße zu bezeichnen. Ja, für das ungeschulte Auge wirken die Koikos weiß und rosafarben wie ein Schinken-Sandwich. Aber wenn sie ihnen in die Augen blicken, sehen sie es. Er kneift die Augen zusammen und als er weiterspricht, liegt tiefe Weisheit im Klang seiner Stimme. Sie haben eine unklare Farbe und das gilt auch für ihre Haut. Sie wirkt kränklich, schlammig und aschfahl. Rosige Haut ist ein rassisches Merkmal, das sich ein Volk durch jahrhundertelange fortschrittliche ballistische Kriegsführung und kulturelle Dominanz verdienen muss. Die Menschen Graz hingegen haben einfach nur Al-Ghul getrunken, degeneriertes Kraut, sogenannten Tabak geraucht und Kartoffeln gegessen. Die Koikos, die unzähligen Mikronationalitäten Graz, sind aus irgendeinem unerfindlichen Grund besessen von Potat, wie sie die Kartoffeln nennen. Noch mehr Freude haben sie nur daran, mikroskopisch kleine Ethnostaaten zu gründen. Sie sind wie politische Amöben. Und was ist mit den Valochiers, die sie auch erwähnt haben? Das sind Revachola, einzuordnen in der Mitte zwischen Typ A und dem rassischen Schmelztiegel. Ihr Erbgut ist so vermischt, dass sie Recht nicht von Unrecht unterscheiden können. Sie haben versucht, ihre degenerierte kleine Revolution zu machen, die der allergrößte menschliche Fehlschlag in unserer 82-jährigen Geschichte auf diesem Planeten war. Reicht unsere Geschichtsschreibung 82.000 Jahre zurück? Du begreifst zwar fast nichts von dem, was um dich herum vorgeht, aber das klingt doch ein bisschen seltsam, sagt unsere Enzyklopädie. Okay, wahrscheinlich können wir Ihnen jetzt ein bisschen... Verschwindet ihr dämlichen politischen Gedanken? Marodeur nicht von allen, eigentlich hört es sich ganz ziemlich gut und notwendig gewesen. Ja, fangen wir doch mal an, wenn unsere Enzyklopädie schon mal was sagt. Das macht sie ja nicht so oft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte noch nicht so lange dauert. Die Mysterien der Menschen dieses Planeten sind eine Tragödie, die sich schon unzählige Male vollzogen hat. Wie ein von Haut, Haaren und Knochen handelnder Fiebertraum. Wachen Sie auf, Sie naive Schachfigur. Na gut.
Es hört sich so an, als sei diese Revolution von degenerierten Marodeuren verbrochen worden, nicht von allen Reverschulern. Oh, jetzt haben wir Moral verloren, weil wir auch selbst ein bisschen faschistisch rumgeeiert haben. Na gut, die Wiege der Revolution war Grat, von dort kam sie nach Reverscholl. In von Zarat verseuchten Kartoffelkarren. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Krankheit. Eine Prionenerkrankung, die den Parietal- und den Frontallappen zersetzt. Sie verwandelt das Hirn in eine weiche, schwammartige und von Demenz, Halluzinationen und Paranoia beherrschte Masse. Die Revolution ist eine tödliche familiäre Schlaflosigkeit, eine erbliche Prionenkrankheit, die von den Keukos auf die Okzidentalen übertragen wurde. Er versinkt für kurze Zeit in theoretischer Selbstreflexion. Vermutlich aber nicht auf sexuellem Wege, sondern über Handelsrouten und Kartoffelsäure, den Hauptbestandteil der Kartoffelpflanze. Genug vom Typ B Mittelmaß. Er nickt und ist zufrieden über den Ausgang, den das Gespräch genommen hat. Na gut, bitte erzählen Sie mir etwas über den abscheulichen, päderastischen Schmelztiegel der Rassen C bis F. Die Typen C bis F sind ein einziges Museum misslungener Chimärenexperimente und tragischer Fehlanpassungen. Sie sind gequälte Kreaturen, die darauf warten, erlöst zu werden. Ihr makabres Interesse an ihnen bereitet mir Sorgen. Chimärenexperimente? Ich spreche von niederen Rassen wie den Meskiten, einer grotesken meskitisch-semenesischen Mischung, die nur entstehen kann, wenn die Mutter Meskin und der Vater Semenese ist. Ist es andersherum, können sie keinen Nachwuchs zeugen. Der meskitische Nachwuchs ist von Geburt an zeugungsunfähig wie ein Esel. Er blickt reumütig Richtung Westen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als in aufgemotzten Motorwagen mit hydraulischer Federung herumzufahren und aggressive El Mariachi-Musik zu hören, um ihrer impotenten Verzweiflung Luft zu machen. Okay, gibt es noch mehr zu sagen? Dann gibt es noch, er legt eine dramatische Pause ein, die Semenokoikoische Chimäre, sind Sie sicher, dass Sie von der Semenokoikoischen Chimäre erfahren wollen? Sie ist kein ästhetischer Anblick. Aber auf jeden Fall. Wie Sie wissen, sind die Keukos sehr unterwürfig, besonders gegenüber Reichen. Rassenwissenschaftler haben mit der Idee gespielt, den Semenesen mit einem Keuko zu kreuzen, um einen Superarbeiter zu schaffen, der über semenesische Kraft und gerader Unterwürfigkeit verfügt. Das wird niemals geschehen. Bei der Kreuzung von Semenesen und Keukos könnten ähnliche Probleme wie beim Meskito auftreten. Sicher werden wir es allerdings nie wissen. Kein Semenese wäre dazu in der Lage, im erstickenden Kartoffelgestank einer Keuko-Frau oder Keuka eine Erektion aufrechtzuerhalten. Aber genug darüber geredet. Es ist grausam, wenn wir uns an den Missbildungen der Typen C bis F ergötzen. Benötigen Sie noch Informationen zu gesunden Rassen? Nee, wir sind alle Typen durchgegangen. Verstehe ich die fortgeschrittene Rassentheorie nun? Sie verstehen nichts. Um das große Rassenenigma zu lösen, müssen Sie sich zuerst die Frage stellen, was das Rassenenigma ist. Sie haben das Geheimnis noch nicht einmal in Worte gefasst, geschweige denn gelöst. Na gut, das wird ein neuer Gedanke hier. Wir nehmen den Auftrag an und fragen, wie fasse ich das Geheimnis in Worte? Was ist das Rassenenigma? Neuer Auftrag. Und den Gedanken gewonnen, fortgeschrittene Rassentheorie. Okay, Sie müssen verinnerlichen, was Sie heute hier erfahren haben. Dann kehren Sie zu mir zurück. Diese Klarheit stellt sich nicht von jetzt auf gleich ein. Gut, dann sprechen wir über was anderes, nämlich über... Nee, wir gehen das nicht nochmal durch. Ich wüsste nicht, was wir anderes zu besprechen hätten. Typ B, Revaschola. Ihre Vorliebe für Disco-Musik und Geschlechtskrankheiten etwa? Nee, danke. Ende hier. Sehr schön. Mit den Frauen kann man hier nicht reden. Und ich glaube aber, wir haben jetzt quasi den neuen Gedanken hier irgendwo. Da ist er. Fortgeschrittene Rassentheorie. Von der Absurdität zum Narren gehalten. Deswegen kriegen wir eine Schauspielkunst minus, wenn wir das machen. Und ich beschreibe nochmal das Problem. Ein Sammelsurium fantastischer Rassen wirbelt dir durch den Kopf. Wüstenpygmäen, die mit ihren eigenen Exkrementen spielen, Keukos, die mit Kartoffeln jonglieren, grinsende Mounds mit Hautausschlag, die mit Holzschuhen an den Füßen tanzen. Alle sind sie da, die ganze Rassenbande, sowie einige, die du dir womöglich selbst ausgedacht hast. Die diebischen Subkipten und die seolitische Klasse der Betuchten, die irgendeinen Plan ausbrütet. Im Auge dieses Rassen-Empyreons, das sich schwindelerregend bis zum Himmel auftürmt, spürst du, wie
etwas immer näher kommt. Alles klar, also das müssen wir machen mit unserer Gesinnung, die wir da haben. Ich schalte mir einen Platz frei und werde anfangen, das zu verinnerlichen. Das dauert 1:40 und wir verlieren, wie gesagt, einen Schauspielkunst. Aber ich glaube, das können wir eh nicht. Insofern können wir uns das, glaube ich, erlauben. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Na, ups, halt, wir haben noch einen Gedanken. Der Industriehafen von Großreverscholl. Ja gut, das sollten wir eigentlich schon wissen. Und dann bewege ich mich nochmal Richtung Efrat und gucke mir auf dem Weg nochmal alles an, was wir noch vielleicht nicht gesehen haben beim letzten Mal. Und weiter unten das Gewerkschaftssymbol und der Slogan verlangt Demokratie. Also manchmal kommen hier noch so Gedanken, ich weiß nicht, das hat sich jetzt schon wieder nochmal geupdatet, das Spiel. Vielleicht macht er immer manchmal nochmal neue Sachen, die dann hier so mittendrin auftauchen. So, hier hatten wir den Aktenschrank. Ich glaube, da haben wir noch was. Ah, Willenskraft. Ach, das können wir sogar machen. Moment mal. Der Aktenschrank steht da wie eh und je und die unverschlossene Schublade gleitet heraus, um dich zu begrüßen. Wir können uns zwingen, die Akten durchzugehen. Durchgeblättert haben wir es, glaube ich, schon mal. Ja. Dann werden wir uns da mal zwingen. Plus 1 Konzentrationslektion von der Willenskraft. Weiß nicht, was das ist, aber wir werden bestimmt durch einen Anzug oder irgendwas nochmal ein bisschen Willenskraft dazukriegen, beziehungsweise wir können uns natürlich auch ein Moral dazu geben noch, dann kriegen wir auch nochmal eine Willenskraft dazu. Ich gucke erstmal nach den Klamotten. Willenskraft. Ich glaube, Willenskraft ist vielleicht, weil das so verbunden ist mit dem anderen, ich glaube, vielleicht haben wir das hier nicht drin. Lebenbeherrschung, Mechanik. Da, doch. Die Fairweather. Ziehen wir das Ding wieder an. Das Rüstungsteil bringt uns natürlich was. Und ansonsten habe ich, glaube ich, das nicht nochmal. So, ich würde aber sagen, wenn wir schon dabei sind, ziehen wir auch die anderen Dinger wieder an hier. Und auch die Schuhe mit der Autorität. Obwohl, warte mal, was war das nochmal hier? Plus 1 Wahrnehmung. Na gut, aber dann ziehen wir unsere Rüstung mal wieder an. Und gucken, ob wir jetzt uns hier mit 83% könnte man es eigentlich machen. Oder komm, es ist 19 Uhr, wir reden bestimmt nochmal so einen Schwachsinn, dass wir nochmal Willenskraft verlieren. Dann gebe ich mir einfach einen. Und dann sollten wir hier auf 92 sein. Okay, du zwingst dich, die Akten durchzugehen. Was auch immer hier versteckt sein mag, ist gut versteckt. Konzentration allein reicht nicht aus. Nur ein ausgebildeter und im Logistikbereich erfahrener Buchhalter wäre in der Lage, diese Unterlagen wirklich zu verstehen. Allerdings haftet an der Seite der Schublade ein kleiner handschriftlicher Zettel. Schauen wir uns den mal an. Es scheint eine Aufgabenliste zu sein. Sie ist in riesigen, ungleichmäßigen Großbuchstaben geschrieben. Nicht vergessen, Leo. Efrats Schuhe. Besonderer Borsch für das Whirling, Efrats Pflanzengießen, Bürobodenfegen, Meerbanner. Alle Punkte auf der Liste sind durchgestrichen, der Zettel selbst ist zerknittert. Okay, plus 5 Willenskraft zurückgewonnen. Und unser Innenleben meldet sich. Da scheint nichts Belastendes zu stehen und trotzdem fühlt es sich so an, als hättest du etwas gefunden. Okay, wir können uns den erneut anschauen, aber da steht nichts Neues. Dann schließen wir die Schublade und gehen erstmal weiter. Beziehungsweise hier haben wir auch noch so ein Ding. Ich glaube aber, ja, da können wir 10 Cent reinwerfen. Das bereits vertraute Gefühl von kaltem Plastik begrüßt dich, als du den Hörer abnimmst. Die Stempeluhr, die gleichzeitig ein Münztelefon ist. Ich meine, da war nichts, aber ich werfe nochmal 10 Cent, haben wir ja nun übrig. Ah doch, der Apparat schluckt deine Münze und scheint deinen nächsten Schritt abzuwarten. Ah, Mechanikprobe, herausfordernd, aber wir haben plus 2, du hast deinen Namen gehört. Du lässt dein motorisches Gedächtnis eine zufällige Nummer wählen. 92%, haben wir das hier schon mal gemacht? Keine Ahnung, wir machen es auf jeden Fall mal. Jawohl, deine Finger huschen über das Tastenfeld. 005, das ist die Vorwahl von Reverscholl. 4952, schließlich zögerst du kurz, ehe du die letzten 3 Ziffern eingibst. 993. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt immer noch bis... Video Reverscholl, 24 Stunden nimmt ab. Es knistert und jemand
nimmt ab. Die Person sagt, Videoräuber Scholl, ihr rund um die Uhr Videoverleih, Lemmy am Apparat, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Die Stimme des Jugendlichen am anderen Ende der Leitung klingt so begeistert wie die eines Mannes, der zum Galgen schreitet. Wo bin ich da gelandet? Bei Videoräuber Scholl. Wir sind ein rund um die Uhr geöffneter Videoverleiher und verleihen 8- und 10mm Filme für den Heimgebrauch. Sie sprechen mit Lemmy. Nein, das wollte ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Das weiß ich leider nicht. Wir sind ein Videoverleih. Vielleicht leihen Sie hier Videos aus? Ja, kennen Sie mich denn? Nein. Warum habe ich Sie angerufen? Haben Sie vielleicht angerufen, um Ihre Leihfrist zu verlängern? Müssen Sie Ihre Leihfrist verlängern? Mein Name ist Raphael Ambrosius Cousteau. Haben Sie mich in Ihrer Kundenkartei? Oder wir sagen, mein Name ist Harrier Dubois. Meine Güte, haben Sie mich in Ihrer Kundenkartei? Ja, komm, wir versuchen es mal mit Raphael Ambrosius Cousteau. Erfahrung zurückgewonnen. Raphael, wie? Hören Sie, am Telefon kann ich nichts für Sie tun. Jetzt klingt er verärgert. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie uns an der Ecke Voyager Hauptstraße einen Besuch abstatten. Wer ist das? An der Ecke Voyager Hauptstraße hängt ein großes Neonschild an der Seite eines Gebäudes. Videoräuber Scholl, 24 Stunden. Es regnet und auf der Straße ist fast kein Verkehr. Im Matsch sind die Fußspuren einer Frau zu sehen, die von der Eingangstür wegführen. Das sagt uns unser Schauder. Zierliche Absätze, die die Straße entlang tänzeln, anmutige Schritte, leichtfüßig, das Leben noch vor sich. Du siehst nach oben und der Himmel scheint sich zu verdunkeln. Dein Gesprächspartner trennt die Verbindung, aus dem Hörer dringt nur noch das unangenehme Tuten des Abbruchsignals. Vielleicht sollten wir, können wir dann nochmal anrufen? Warte mal, es geht nicht mehr. Schade eigentlich. Hätte ich gerne nochmal angerufen, aber gut, gehen wir weiter Richtung Hafen und hier geht es dann weiter. Ich denke, wir werden Richtung Efrat gehen und wahrscheinlich den Auftrag mit der Tür da auch annehmen, aber das werden wir sehen beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut.